Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Ladder Live. Heute hier auf kochendes Blut, die erste Map, gegen einen Terraner. Das haben wir in der letzten Folge überhaupt nicht gehabt, einen Terraner. Hier ist es so unglaublich warm in diesem Zimmer. Naja, egal. Trotzdem passt das vielleicht thematisch hier ganz gut. Kochendes Blut. So fühle ich mich auch gerade. So. Wie sieht es denn aus? Sind inzwischen einige Besucher quasi oder Zuschauer eingetroffen? 24, ja, das ist doch schon ganz schön. Ich wäre deutlich früher gestartet, als ich es sonst mache. Das wird viele, die das vielleicht doch dann zeitig sehen wollten, etwas verwirrt haben. Aber besondere Tage erfordern besondere Voraussetzungen. Das weiß ich. Sind das die Ansprachen wie YouTube? Ja, natürlich. Dort wird das ja in verschiedenen Folgen ausgestrahlt und deshalb wird dort anmoderiert. So, Viewer versus Zahlrock. Ich glaube, da würde Zahlrock StarCraft 2 wochenlang nicht mehr anfassen wollen. Da wir noch dringend viele Folgen aufnehmen müssen, weil ich nächste Woche nicht da bist, ist das nicht gut für StarCraft, für das Verhältnis von Zahlrock und StarCraft. Deshalb glaube ich, dass das nicht so sinnvoll ist. Aber in Folge 150 kann er wieder versuchen, mich zu schlagen. Der 2 gegen 2 Serie. Nein, ich glaube nicht, dass wir das da machen werden. 150 ist jetzt auch nicht so spezialmäßig. Vielleicht bei Folge 250 mal wieder ein Special, aber das dauert noch eine Weile. So, der war gegen Terraner, unser Gegner. Ne? Dann werde ich auf dieser Map spiele ich gegen Protoss, gegen Terraner als Protoss eigentlich immer ein Adept All-In. Weil wir hier ein drittes Gas haben und kein viertes. Aber für Adepten ist das ziemlich egal. Ist das Quatsch, was wir gerade machen? Wir brauchen dringend jetzt den 200-Tick-Score. Sonst kommt gleich wieder der Reaper und alles ist tot. Auch das kennen wir ja schon zu gut. Zack. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Zack. Zack, 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 kann ich mal wieder sagen. Oh, ich hätte den Pfeil eigentlich dahin bauen müssen. Na egal. So, Arkenmode mit Nergorix und Zauber gab es schon. Gab es schon in Folge 50, glaube ich. Ist nicht so gut gelaufen. Vielleicht wäre es ratsam, mehr Pylonen. Vor allem für unsere Nerven nicht. Deshalb wird es das so schnell nicht nochmal geben. Arkenmode ist auch so eine Sache. Also Arkenmode finde ich, also da finde ich tatsächlich mehr mit anderen Spielen 2 gegen 2 doch schöner. Weil beim Arkham-Mode nervt der andere nur rum, sozusagen. Beim 2 gegen 2 macht er durchaus sinnvolle Sachen, aber im Arkham-Mode gibt es halt auch viele Sachen, die ich gerne einfach alleine quasi machen würde. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Gerechtigkeit wird walten. So, das war es mir wert. So, komm. Zack. Eure Mineralien reichen nicht aus. Zwei Worker haben wir gerade verloren, das darf eigentlich nicht passieren. Naja, egal, was soll's. Zack. Zarok braucht einen besseren Spieler. Ja, Chaos Hector. Starte mal eine Serie mit Zarok, wird er sich bestimmt drüber freuen. So, zack. Kommst du auch mal hier hin? Kommst du hier hin? So, eigentlich müsste jetzt hier Stalker bauen. Zack. Eigentlich wollten wir auch noch eine Serie quasi für Zaroks Kanal starten, wo er versucht, um 1 gegen 1 besser zu werden, aber aus zeitlichen Gründen ist da noch nichts draus geworden. Mal schauen, spätestens in den Semesterferien wahrscheinlich oder so. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern. So, zack. Ich bin schon wieder völlig im Zack-Modus, ne? Zack und nochmal Zack. So, erstes Bobgate ist da. Das ist doch schon mal schön. Also einen zweiten Stalker bauen. Man merkt, ich habe das alles nicht ganz ideal ausgeführt. Denn dann hätte ich jetzt schon den dritten Stalker hier. So, und eigentlich müssen wir jetzt gleich Gateways bauen. Ehre
den Dai Lam. Bau zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Por, gib uns ein. Najakar Minar. Oh, habe ich den Euer Upgrade ist im Slow reingeworfen. Ja, machen wir doch den Trick. Das geht dann doch deutlich schneller. Zack. Eure Mineralien reichen nicht aus. Baut zuerst mehr Mineralien ab. So. Ja, sollte in Ordnung sein von der Anzahl her. Transition vorbereiten. Jetzt müssen wir ein bisschen sparen gerade und warten, bis die Gateways gleich ausklappen können. Weil ohne die Gateways diesen All-In zu starten, wäre sinnlos. Gateways waren auch definitiv zu spät, aber was soll's. Reiten wir halt schon mal unsere große Transition vor. Je später dieser Push kommt, desto schlechter. Also man merkt, ideal ausgespielt ist der nicht. So, eins noch. Komm, komm. So, jetzt. Jetzt fliegen wir einfach in eine Widow Mine und dann ist alles tot. Möglich ist es. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Eure Gegner greifen einen Schutz an. Hier sind ich. Ehre den Deiner. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ehre den Deiner. Eure Versorgung. Oh, Supply Blocks. Die Erstgeborenen. Ich denke, Supply Blocks werden mich wieder das Spiel kosten. Wäre es ratsam, mehr Pylonen heranzuwarpen. Ehre den Deiner. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Warum steht ihr hier nur rum? Greif doch an! Ehre den Deiler! Feindkontakt! Die Erstgeborenen werden obsiegen. Gerechtigkeit wird walten. Die Schlacht wartet. Wo werden wir gebraucht? Wo ist mein Observer? Dort. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Oh nein, ich hasse das. Das ist immer so lästig, wenn das passiert. Ohne, dass der Gegner da Skill ausübt. Also ich habe nichts dagegen, wenn er den Dingen sniped, aber das ist immer so lame. Wenn er es einfach so bekommt, weil die Widowmine Lucky schießt. Wo ist denn eigentlich mein Mothership Core, um Himmels Willen? Wir dienen. Die Erstgeborenen. Feindkontakt. In diesem Feld sind keine Mineralien mehr, die abbauen können. Stimmt, dass ich verpeilt habe, Storm zu erforschen. Alle Mineralien dieses Felds abgebaut. Wir haben halt auch 1-0. Auch das ist nicht das so schön. Ehre den Dai Lam. Was wünscht Ayur? Wo werden wir gebracht? Die Schlacht wartet. Nein, hier doch das dumme, dumme Warprisma aus. Ihr benötigt mehr Vespid, baut zuerst mehr Minamata. So, naja. Wie sind wir jetzt im Spiel? Nicht gut, wenn wir ehrlich sind. Jetzt hat er Mars Turrets einfach gebaut. Weiterhin. Eure Arbeiter müssen Forschung abgeschlossen. So, Storm ist immerhin durch. Das ist doch schon mal was. Das
Meine Armee ist leider nicht so gut. Nein! Flieg! Mothership Goa, flieg! Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abtasten. Mein Leben für Ajur! In diesem Feld, euer Nexus-Punkt wird angegriffen. Erneut! Zuerst mir Mineralien ab. Kassar die Templari. Eure Mineralien reichen nicht aus. So, das müssen wir dringend hier rausnehmen. Jetzt hat er wieder nur eine Forge gebaut. Diese ist. Eure Versorgung ist unzureichend. Vielleicht. Ihr müsst zusätzlich im. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal erstmal genug Gateways. Ihr habt bereits alle Mineralien dieses Felds abgebaut. Eure Versorgung ist unzureichend. Playblock! Killt mich jedes Spiel. Das glaubt ihr, hier ist zusätzliche Dino. Für den Ruhm. Die Templer rücken vor. In die Schlacht. Ihr habt bereits alle Mineralien dieses Felds abgebaut. Und wo werden wir gebraucht? Die Templer rücken. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ehre den Deidler. Mineralienfeld erschöpft. Wo werden wir gebraucht? Najakar Mina. Die Schlacht wartet. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Upgrade abgeschlossen. Eure in diesem Feld sind euer Nexus. Die Erstgeborenen werden. Feindkontakt. So, sehr gut. Baut zuerst mehr Mineralien. Brauchen wir jetzt gleich dringend Stalker. Leben für Ajur. In diesem Feld sind keine Mineralien mehr, die ihr abbauen könntet. Vorwärts! So soll es geschehen. Für den Ruhm. Nur die Gläubigen. So, 11 Idle Worker. Eure Mineralien reichen nicht aus. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. In den Schatten. Gut, so, ja, wie gesagt, jetzt ist es gleich natürlich vorbei, wenn die ersten Liberator wirklich in Aktion sind. Meine Armee ist auch nicht gut, wenn wir uns die mal anschauen. Erleuchtet. Da ist ein kleiner Stoßtrupp von ihm. Ich muss halt jetzt auf Stalker gehen und das ist so unschön. Ich bin hier in den Schatten. Da kommt er. Nein, das ist natürlich sehr nice, was er hier macht. Dieser Geist. Glaubtet ihr, dass ich eure in den Schatten. Erkassar die Templari. So. Eure Forschung wurde abgebaut. Zuerst mehr Mineralien ab. Eure Mineralien reichen nicht aus.
Baut zuerst mehr Mineralien ab. So, wir müssen ein paar von denen hier wegsneaken. Eure Arbeiter müssen dafür halt euer Bestigas. Und den Rest müssen wir pushen. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen immer noch keine weiteren Upgrades abbauen. Genommen, oder? Ja, Upgrades, wir brauchen schon Upgrades, wenn er Storm hat. Storm profitiert sowieso nicht von Upgrades. Gott, ich darf nicht so geklumpt laufen, da mache ich mir selber Angst mit. Ihr habt bereits alle Mineralien dieses Felds abgebaut. Habe ich eigentlich irgendwie Detection? Ja. Kalt ist die Leere. Erleuchtet mich. Mein Leben für Ajur! Mein Leben für Ajur! Wir warten. Wir. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Lasst unsere Feinde unsere... Das müssen wir in einem Innenblick. Eure Mineralien reichen nicht aus. Mein Leben für Ajur! Ein. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Der Feind, eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Ich bin hier in den Schatten. Meine Aufgabe. Antukat. Unsere. Ich hab, glaube ich, nicht mal Detection, oder? Richtet mich. Offensichtlich nicht, sonst wäre hier alles nicht schon tot. In den Schatten. In ein Wurm. Meine Aufgabe. In Upgrade abgeschlossen. Der ernsthaft jetzt? Euer Upgrade ist nun bereit. Wir bleiben. Wir stellen uns der Dunkelheit. Ja klar, jetzt ist er natürlich wieder einsatzbereit hier. Eure Arbeiter müssen die Hand senden. Mein Leben für Ajur! Baut zuerst mir Mineralien ab. Ich bin hier in den Schatten. G, 23 Idle Worker for the win. Naja, du hast deinen Ops weggestormt. Das kann passieren. Das passiert, wenn man zu viel F2 drückt. Und das tue ich definitiv. Das behindert mich auch sehr, sehr stark. Aber naja, hat ja gereicht. So, sehr schön, sehr, sehr schön. Was gibt's denn eigentlich, wenn die 30 Euronen erreicht sind? Das ist eine gute Frage. Ich habe dieses Ziel irgendwann festgelegt, das ist schon ewig her, aber seitdem spendet ja keiner mehr. Und ich habe keine Ahnung mehr, tatsächlich. Aber im Zweifel auf jeden Fall zum Support des Streams. Ich glaube, ich wollte eigentlich ursprünglich mal wieder weitere Skins kaufen. Aber wie gesagt, dadurch, dass das jetzt seit Ewigkeiten keiner mehr gemacht hat, habe ich das irgendwie aus dem Auge verloren. Ansaga Phoenix ist jetzt nicht das, was ich dann haben wollen würde. Ihr Premium-Skins, genau. Und ich glaube, das war ursprünglich angedacht. Die gab es damals nämlich noch nicht im Paket. Naja, aber gut. So. Odyssee gegen ein Zerg. Ace Banana. Sehr gut. Vermutlich die vorletzte Partie des Streams. Wobei wir heute wirklich relativ lange Partien bisher hatten. Wenn ich das so vergleiche mit einem der letzten Streams, die ich noch vor kurzem gestreamt habe, geschnitten habe, meine ich natürlich. Da waren irgendwie Spiele bei, die nur 3 Minuten dauerten. Ich will es natürlich jetzt nicht beschwören, aber es ist schon mal interessant. So, scouten auf jeden Fall mal, denn wir wollen Nexus First spielen. So, das läuft alles sehr gut. Hä, mir ist echt warm hier. Also, irgendwann... Nein, ich werde mir keine Klimaanlage einbauen. Aber ich verstehe es, warum das Streamer vor allen Dingen machen, die längere Zeit dann da gezwungen sind zu sitzen. Ist auf jeden Fall warm. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen.
baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Mineralien reichen nicht aus. So, wieder unser plumper Versuch, so zu tun, als würden wir cheesen. Schauen, ob er drauf einsteigt. Offensichtlich interessiert ihm das nicht, die Bohne. Eure Arbeiter müssen hier inzwischen im Bau. Gas gemeint. Ich dringend hier den Waypoint wieder fixen. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Mineralien reichen nicht aus. So. Gateways kam leider ein bisschen spät, gebe ich zu. Eure Versorgung ist unzureichend. So, ach Quatsch, Versorgung unzureichend. Ich für ein Gerücht. Macht auch Live-Reacts zur Delegation. Ich glaube, das machen eher die Leute über mir. Zack. Nee. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Ich hätte sogar überlegt, ob ich da tatsächlich ins Stadion gehen soll, aber war nicht möglich. Die Tickets durften nur an Leute vergeben werden, wenn ich das richtig verstanden habe, die dieser Saison schon mal ein Braunschweig-Spiel gesehen haben. Aus Sicherheitsbedenken. Mein Leben für Ajur. Aber naja, wenn sie dann gewonnen haben, gehe ich zur großen Aufstiegsfeier bestimmt. Ich habe das Gefühl, meine Wall ist nicht so dicht, wie ich das gerne hätte. Eure Mineralien reichen nicht aus. Warum ist hier noch keine dritte? Der Feind greift eure Sonden an. So, Queen. Baut hier Drones. Sammelt aber kaum noch Gas. Jetzt kommt ein Roadrun. Gerechtigkeit wird walten. Eure Sonden brauchen Schutz. Creep Spread dorthin. Ja, Exekutor. Eure Mineralien reichen nicht aus. Gut, so. Ihr seht ja, was ich mache. Ich mache eine frühe dritte Basis. Keine unglaublich frühe, aber schon relativ früh. Ist das eigentlich endlich mal durch? Warpgate meine ich damit. Glaubtet ihr, eure endlich. Eure Arbeiter müssen mehr. Wir werden jetzt auch mal eben zwei Stalker warpen. Eure Mineralien. Ich bin mal gespannt, ob er mir das durchkommen lässt hier. An der dritten Base, die ist schon ein bisschen gierig, das gebe ich zu. Paar mehr Gates. Ja, nicht aufgepasst. Dann hätte ich nicht warpen sollen. Ich dachte, ich hätte schon mehr Gas auf der hohen Kante. Okay. Die Gates sind auch immer noch nicht so viele hier.
Weil jetzt müssten wir eigentlich hier die Gateway-Explosion bekommen. Wäre gut jedenfalls, wenn das klappen würde. Weil die Chance noch sehr hoch ist, dass jetzt hier gleich der Push kommt. Weil wenn er nicht direkt kommt, dann sollten wir auf jeden Fall auch hier die Möglichkeit haben, Storm zu holen. Oh. Habt ihr nicht gesehen? Ich habe nicht etwa zwei. Ich habe zwei gebaut, bewusst, falls die erste abgerissen wird. Das war voll bewusst. Nicht etwa missklickt oder so. Nein, nein. Glaubt ihr mir etwa nicht? Warum glaubt ihr mir nicht? Das klingt doch nach einer sehr seriösen Geschichte. In diesem Feld sind keine Mineralien mehr, die... Gut, so. Wenn jetzt Mutas kommen, das wäre tatsächlich unser Tod. Wenn wir ehrlich sind. Habe ich jetzt auch schon zwei Forges gebaut? Ne, ich hoffe nicht. Doch auf. Kann ich alle Gebäude so oft bauen? Zwei Forges ist okay, aber mehr nicht. Nicht vier Forges. So, wir werden jetzt pushen. Sagte er und baute eine Expansion. Ich halt dringend Warp Prism. Es gibt mehrere Dinge, die uns gleich töten würden. Unter anderem ein Supply Block. Mich wundert, dass er mich so einfach hier auf diese Basis kommen lässt. Gut, da wir irgendwie den Zeitpunkt des Angriffs ziemlich verpasst haben, werden wir jetzt nochmal eben warten, bis wir Storm haben. Wobei, das sollten wir eigentlich auch jetzt haben. Dann sollten wir jetzt pushen. So, 15 Sekunden. Dauert es wohl so lange, bis wir den Fight forcen? Ich denke, ja. Lurker wären jetzt auch nicht so geil, wenn wir ehrlich sind. Meine Aufgabe. Mein Leben für Ajur. Nee. Wir sind das Licht der Kala. Halt überhaupt keine Detection, ne? Das ist nicht gut. Ulak Nata. Das müsst ihr. Ihr müsst das jetzt. Mein Leben für Ajur. Entaro Tas. Unsere Gegner. Das müsst ihr in einem Energiefeld machen. Mein Leben für Ajur! Ulam, wir sind das Licht der Kala. Storme! Mineralienfeld erschöpft. Storme! Energie unzureichend. Warpe! Mein Leben für Ajur! Läuft der Fight? Gut, läuft der Fight. Upgrade abgeschlossen. Dank Reinforcements läuft der Fight gut. Ich habe meine Robo nicht auf dem Hotkey. Warum habe ich meine Robo nicht auf dem Hotkey? Das Fallback. War Prism bauen. Bau zuerst mir Mineralien. Mein Leben für Ajur. Ihr habt bereits alle Mineralien dieses Felds abgebaut. Die Kraft ist. Auch 1-1, so wie wir. Na dann! Ja. Eure Arbeiter müssen mehr in die Mein Leben für Ajur! GG! Sehr schön! PVZ läuft irgendwie gerade. Glücklicherweise. Doppel Twilight heißt Doppel Upgrade. War ja nicht mal Twilight, war ja Doppel Templars Archive. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Außer natürlich, man möchte nicht, dass gesniped wird. Also das hat schon Sinn ergeben. Ja, gut, Wert der Armee war halt höher. Upgrade-technisch waren wir, glaube ich, nicht so gut. Sieht man da auch. Arbeitertechnisch waren wir okay für drei Basen. Naja, gut, das sieht doch ganz in Ordnung aus bisher heute. Das heißt, wir werden, glaube ich, auf jeden Fall eine positive Bilanz haben nach der heutigen Session, weil es wird nur noch ein Match geben. 2, 3, 4. Ja, wir können nur noch 4-2 oder 5-1 werden. Es sei denn, es kommt jetzt ein ganz, ganz kurzes Match. Aber jedes Match, was länger als 3 Minuten geht, würde jetzt auf jeden Fall das letzte Match dieser Folge sein. Auch wenn ich verliere.
Und danach wird es ein Community Case. Wobei, warte mal. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Wir haben... Doch, müsste passen. Also 19.45 Uhr, auch wenn hier noch 20 Uhr steht, wird es also vermutlich das Community Game geben. Ein bisschen früher dann noch, weil wir haben 18.15 Uhr angefangen und nicht 18.30 Uhr. Ich wollte eigentlich 18.30 Uhr anfangen, deshalb auch noch das Command im Nergobot mit 20 Uhr, aber wird 19.45 Uhr werden. Alles ein bisschen durcheinander, dadurch, dass der Stream heute ein bisschen früher kommt, für alle die, die in der Aufzeichnung sind, dass dieser Stream hat eine Dreiviertelstunde früher gestartet, als er sonst montags startet. Was war das? Ein Terrama. Und deshalb ein bisschen Verwirrung. So, zack. Ist Terrana Protoss sehr leichter zu spielen? Was davon ist leichter zu spielen, meine ich? Boah, das kommt sehr drauf an. Also ich finde, wenn du Zerg akzeptabel makroen kannst, kannst du damit halt schon extrem weit kommen. Oder durchaus auch in die Diamantliga, ohne vernünftig makroen zu müssen. Einfach nur den Gegner überrennst. Toss hat natürlich so die Sache, dass du versuchst, eine Deathball-Armee aufzubauen. Wobei das in Legacy of the Void halt nicht mehr so funktioniert. PvP zum Beispiel finde ich extrem schwer, finde ich auch deutlich schwerer als ZVZ. Viele meckern ja an ZVZ immer rum, dass das völlig random sei. Ich finde PvP tatsächlich mechanisch und so weiter, also was so deine Skills anlangt, finde ich es noch höher. Ja, und Terrana ist halt auch so blöd. Also Terrana kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Wenn du es aber wirklich kannst, ist es vermutlich die stärkste Rasse. So war es eigentlich immer in StarCraft 2. Also auf dem Master- und Grandmaster-Niveau war normalerweise Terrana immer am schwersten zu spielen, hatte aber damit das meiste Potenzial. Unterhalb von Master-Niveau kannst du eigentlich alle Rassen spielen. Also ich glaube, in der Goldliga zum Beispiel, wenn du da einfach, oder sagen wir mal, in der Bronze-Silberliga, wenn du da einfach mit einem, als Protoss mit Storm rumläufst gegen den Terraner, wird der Terraner verlieren. Ich glaube nicht, dass viele Terraner in der Silberliga gegen Storm vernünftig splitten können zum Beispiel. Also das ist zum Beispiel sehr, sehr stark, wenn du da Protoss spielst. Aber andersrum ist es natürlich auch einfach, einen Bio-Push zu spielen aus 5 Rexes. Auch das kann Bronze- oder Silberspieler sehr, sehr schnell zur Verzweiflung führen. Also, es ist jetzt nicht so, dass eine Rasse wirklich signifikant weniger Skill verlangt als andere Rassen. Auf unterschiedlichen Niveaus der Leistung ist es allerdings so, dass der Konter zu dem Bild, den der aggressive Spieler spielt, schwieriger zu spielen ist als der Bild, den der aggressive Spieler spielt. Deshalb, also wie zum Beispiel gerade eben mit dem Beispiel Storm. Ich finde zum Beispiel Storm in der Bronze- und Silberliga sehr, sehr stark, wenn man es denn kann. Und es ist sehr, sehr schwierig dagegen zu spielen. So, ich weiß nicht, aber ich verstehe nur Bahnhof. Also zusammengefasst, keine Rasse stärker als die andere. Auf unteren Ligen kann es allerdings natürlich trotzdem sein, dass du mit einem Spielstil, der relativ leicht durchzuführen ist, erfolgreicher bist und der Konter dazu schwieriger ist. Aber unterm Strich sollte das kein Hintergrundgrund, Hinderung, habe ich jetzt gerade rausgesucht? Hinderungsgrund sein, irgendeine Rasse nicht zu spielen. So, wir werden diesmal den Adept-Push wieder spielen, aber diesmal nicht als All-In. Sondern als Harassment. Wir werden also direkt die dritte nehmen. Also auch geplant. Beim letzten Mal haben wir es, glaube ich, auch gemacht. Da war es aber nicht geplant. Sondern einfach dem geschuldet, dass meine Gateways zu spät hatte und so weiter. Diesmal werden wir direkt auf Storm gehen. Wir werden direkt Zealot Charge auch mitnehmen. Und wir werden auch die dritte nehmen. Bevor unsere große Gateway-Explosion kommt. Das ist der Plan und wenn unser Gegner uns währenddessen angreift, haben wir da gute Chance, das zu verteidigen, weil wir eben relativ viel haben. Das trifft jetzt übrigens noch nicht zu, also wenn jetzt ein Push kommt, dann zum Beispiel mit einem Tordrop. The fuck? Was sehe ich hier gerade? Was ist euer Beginn? Ja, Exekutor. Zum Beispiel, wenn ein Tordrop kommt, dann bin ich etwas verwirrt. Gebe ich gerne zu. Tors wurden übrigens gebufft im letzten Patch. Was spielt man gegen Tors am besten? Eure Männer. Mein Leben für Ajur. Raja Khan.
Ja, gut, ein Tordrop. Kann man ja mal machen. Hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, wie man vielleicht leicht merken könnte. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall hier immer alles doppelt und dreifach absichern. Double Tordrop. Oh, nicht da reinfliegen. Dummer Mothership Core. Wo sind meine anderen Gateways eigentlich? Ich bin hier in den Schatten. Euer Nexus ist in der Mineralien ab. Die Schlacht wartet. Euer Upgrade ist nun bereit. Boah. Was mach ich jetzt hier? Nicht dahin. Euer Nexus-Punkt wird angegriffen. Was ist mit meinen Gateways eigentlich alle? Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Mein Leben für Ajur! Jetzt tötet den doch! Euer Gegner greift. Ich hab keinen Summonedix kommen, ja. Nicht gut. Eure Arbeiter müssen mehr. Doch, hab ich wohl. Warum konnte ich denn gerade kein Ding spawnen? Baut zuerst mehr Mineralien ab. Wie viele Range die, die Dingens einfach haben? Eure Mineralien abbauen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Mein Leben für Ajur. Für Artanis. Möge mich die Ehre. Jetzt habe ich einen neuen Dingens gebaut, das brauchte ich überhaupt nicht. Ich bin ein bisschen irritiert, wie man vielleicht merkt. Genug meditiert. Eure Mineralien reichen nicht aus. Was brauche ich denn jetzt eigentlich? Baut zuerst mehr Mineralien ab. Gerechtigkeit wird herrschen. Halt nichts gerade. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Was ist das für ein Abschluss? So eine Partie. Ich habe ja nur noch einen Chrono-Boost. Wir sind. Ja, Tordrop, kann man mal machen. Wir mein Leben für Ajur. Baut zuerst mehr Mineralien. Mein Leben für Ajur. Dort kommt er nun. Euer Nexus-Punkt wird angegriffen. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Mein Leben für Ajur! Eure Mineralien reichen nicht aus. Euer Nexus-Punkt wird angegriffen. Ist halt schon sehr, sehr ärgerlich, dass das nicht durchkommen wird. Energie unzureichend. Boah, wie viel Schaden die machen. Nichts kann uns aufhalten. Lenkt uns. Tja, GG würde ich da mal sagen. Das hat mich ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Aber gut, Mastor hat mich dann doch ein bisschen auf den Fuß erwischt. Er war natürlich ein Moonbase All-In, das war ziemlich offensichtlich. Anders nicht möglich. Cool, finde ich cool, dass er das gemacht hat. Würde ich gerne nochmal gegenspielen, um einfach zu sehen, wie man dagegen am besten vorgeht. Ich denke, wenn ich nicht auf Adept Upgrade gegangen wäre, sondern direkt auf Zealot Charge, hätte es schon besser laufen können. Wobei die echt viel Schaden gemacht haben. Man kann auch versuchen, den Mule quasi zu verhindern. Besseren Pylon Placement, auch vielleicht Overcharge zu machen, wobei da immer natürlich der Mothership Core gefokust wird. Ich glaube, er war auch direkt im Single-Target-Anti-Air-Mode, weil der Mothership Core echt schnell gestorben ist. Vielleicht aber auch einfach nur deshalb, weil da ein Tor drauf geschossen hat und ein Tor relativ viel Schaden macht. Ja, fand ich ein cooles Bild. Stalker Immortal, sonst Phoenix Voidray. Aber was soll ich mit Phoenix? Achso, um die Medivacs abzufangen, ne? Ja. Stalker Immortal. Aber Stalker sterben doch gegen Tore so schnell weg, oder? Also ich habe versucht, mit Zealots zu agieren, weil Zealots halt relativ viel Fläche an einem Tor angreifen können. Das war das, was mein Gedanke dahinter war. Hat aber nicht so funktioniert, wie ihr gesehen habt. Was hältst du von dem Patch, das Charge-Spiel ist? Finde ich gut. Habe ich auch schon heute ziemlich häufig genutzt. So, naja, gut. Tore haben keine Energie mehr. Das ist ja schon ewig her, dass Tore Energie hatten.
Das war ja noch Wings of Liberty. Ich glaube, das ging schon innerhalb von Wings of Liberty irgendwann raus. Also Feedback, die Medivacs, das wäre natürlich gegangen. Aber dazu hätte ich erstmal einen Templars Archive gebraucht. So schnell ging das ja alles nicht, weil ich einfach mich auf den stinknormalen Push vorbereitet habe. Es ist natürlich ein eindeutiger Anti-Meta-Bild. Ich glaube, wenn man weiß, dass man gegen den Mars-Tor-Push spielt, dann kann man das schon besser machen. Aber da rechnet ja keiner mit. Das macht diesen Bild so stark. Fand ich cool, dass wir das gesehen haben. Wie gesagt, ich würde ganz gerne tatsächlich nochmal dagegen spielen, um zu sehen, wie ich da reagieren muss. Diese Chance haben wir aber nicht. Es gibt keine Rematch-Funktion. Übrigens auch was echt cool wäre, wenn das in StarCraft 2 möglich wäre. Wenn du quasi sagen könntest, komm, lass ein BO3 draus machen am Ende des Spiels. Und wenn beide das wollen, dass dann BO3 quasi davon kommt und das auch irgendwie punktetechnisch oder MMR-technisch berücksichtigt wird. Das fände ich cool. Gibt es aber nicht. Und deshalb bleibt uns jetzt hier nichts anderes übrig, als zu sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr die nächste Folge klicken. Unten rechts war ein anderes Projekt von mir. Da wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.